16, 1 bis 13. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Dieser wurde bei ihm auf angeschuldigt, er verschleudere sein Vermögen. Er ließ ihn rufen und sagte zu ihm: Was muss ich von dir hören? Gib mir Rechenschaft von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht länger die Verwaltung führen. Der Verwalter dachte bei sich: Was soll ich anfangen, da mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? Graben kann ich nicht, betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tue, damit sie mich nach meiner Entfernung von der Verwaltung in ihre Häuser aufnehmen. Er ließ also die einzelnen Schuldner seines Herrn kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der antwortete: 100 Krüge Öl. Er sagte zu ihm: Da hast du deinen Schuldschein. Schnell, setze dich hin und schreibe 50. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du schuldig? Der sagte: 100 Malter Weizen. Er darauf: Da hast du deinen Schuldschein, schreibe 80. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind gegenüber ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch: Macht euch mit dem ungerechten Reichtum Freunde, damit sie euch, wenn es einmal zu Ende geht, in die ewigen Wohnungen aufnehmen. Wer im Kleinsten treu ist, ist auch treu im Großen. Und wer im Kleinsten unredlich ist, ist auch unredlich im Großen. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Reichtum nicht treu geschaltet habt und ihn verwendet habt, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit Fremden nicht treu gewirtschaftet, mit Fremden nicht treu gewirtschaftet habt, wer wird euch das geben, was euer Eigentum sein soll? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da gehen wir jetzt ein bisschen hinein. Also Gott lobt den ungerechten, also die Klugheit des ungerechten Verwalters und nimmt es als Bild. Wichtig, dass wir genauso handeln in diesem, er ist schlau und klug, dass er für sich arbeitet, damit er in die Wohnungen aufgenommen wird. Das ist das Prinzip. Wie sollen wir es tun als Verwalter? Das sind jetzt in besonderer Weise auch wir angesprochen. Aber auch die Mutter und der Papa, ihr seid auch Verwalter in eurer Familie. Am Arbeitsplatz, als Vorgesetzter, bist du der Verwalter von so und so viel. Wie musst du umgehen? Im Ordensstand bist du Verwalter von deinen Mitschwestern. Als Priester bist du der Verwalter derer, die dir anvertraut sind. Du hast immer Menschen um dich, die Familie. Wie verwaltest du das, was du von Herrn anvertraut bekommen hast? Und die Kinder der Welt sind klüger, indem sie für sich arbeiten, wie die Kinder des Lichtes. Und was machen die Kinder des Lichtes falsch? Was steckt eigentlich da dahinter, hinter diesem Gleichnis? Letztlich. Schau doch mal. Der Schuldschein, da muss es klingeln. Wo haben wir den Schuldschein? Bei Paulus heißt es, er hat den Schuldschein mit seinem kostbaren Blut durchgestrichen und entkräftet. Und zwar nicht nur im Grunde 100 Sack Weizen oder Mehl oder was es auch ist. Ne? Und streicht nur 50 weg.
Wir streichen alles weg. Ich spreche dich los von deinen Sünden und du kannst mit dem, was Gottes ist, mit den ewigen Schatzkammern Gottes ausgehen, die nicht aufhören und zwar verschwenderisch, damit du aufgenommen wirst in die ewigen Wohnungen. Sei du genauso barmherzig mit deinen, wie Gott barmherzig ist. Er weiß, wie er es macht, dass sie ihn aufnehmen in die Wohnungen. Aber machen wir es? Sind wir so großzügig und lassen dem anderen nach? Tun wir auch mit dem Mammon uns Freunde machen? Wir müssen doch durchstreichen. Du hast die und die Schuld. Es wird durchgestrichen. Jede Schuld wird durchgestrichen und der Herr kommt. Und wir könnten ja anbieten allen, die kommen, mit weiß so viel Schuld. Wie viel Schuld hast du? So und so viel. Dann sitz hin mit deinem Schuldschein und das kostbare Blut streicht es durch. Wie sehr wird der Herr den Menschen in die ewigen Wohnungen aufnehmen? Denn es heißt ja, ich bin vorausgegangen, um euch eine Wohnung zu bereiten. Die Wohnung des beim ewigen Vater, in die wir einziehen dürfen. Es ist wirklich eine Penthouse-Wohnung, sage ich jetzt immer so, das war so ein bisschen, da steht bester Meeresblick, wunderbare Lage, ist der Himmel, versteht ihr, eine Wohnung, die alles übersteigt. Wie sehr müssten wir arbeiten mit all dem, was Sünde ist, was Versagen ist und so weiter und da hineingehen und klug sein, was die anderen in der Welt nicht können. Der ist ungerecht, aber doch klug. Wie sehr müssten wir mit der Verwaltung, die uns anvertraut ist, verschwenderisch umgehen, die der Herr uns schenkt. Und wir haben was anzubieten. Jetzt haben wir es geschafft, dass das Sakrament der Beichte fast kaputt ist und fast niemand mehr kommt. Durch Bußgottesdienste, wo man so sagt, naja, so und so weiter, ihr seid alle brav, das wird jetzt alles weggenommen. Nein, einzeln wird der Schuldschein durchgestrichen. Und so hat es Jesus gesagt, denen ihr die Sünden vergebt, denn sind sie vergeben. Denn ihr sie nicht vergebt, sind sie nicht vergeben. Und wir dürfen durchstreichen. Durchstreichen und diese Verwalter sein in einer Barmherzigkeit. Und mach es auch bei deinem Bruder und deiner Schwester um dich herum. Ihr habt es gehört in den letzten Tagen. Sprecht frei. Streich den Schuldschein, den der andere bei dir hat. Durch. Oder den du hast bei ihm oder von ihm. Streich's durch. Sprech frei. Vergib. Und sei wie dieser kluge Verwalter. Und je mehr, dass du vergibst und je barmherziger, dass du bist, wirst du Barmherzigkeit erlangen. Sei ein guter Verwalter und mach dir manchmal mit dem Geld noch Freunde mit dem Mammon. Also streich durch. Er ist klug. Und wir müssen noch klüger sein wie die Kinder der Finsternis, wie die Kinder dieser Welt, sondern eben klüger sein in der Weise, dass Gott uns etwas zur Verfügung gestellt hat, eine Verwaltung. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und was hat er für uns erkauft? Was übergibt er der ganzen Kirche? In den Sakramenten. Dass alle Schuldbriefe durchgestrichen werden können. Jetzt geht er mal hin, wenn dann die sagen, ihr habt gar keine Sünde. Was kommt dann dabei raus? Nee, wir haben die Aufgabe, diese Schuldscheine durchzustreichen. Und für die hat der Herr teuer bezahlt, und zwar am Kreuz, sein ganzes Blut vergossen. Seht das Lamm, Gott, das, Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Da hat er bezahlt und hat uns diese Verwaltung übergeben, was er bezahlt hat. Wenn ich da manchmal
10 Stunden am Beichten sind, bin, ununterbrochen, nachher denkst du, jede Lossprache ist ein Durchstreichen des Schuldscheines, das er bezahlt hat am Kreuz, nicht ich. Er hat dafür gelitten, er hat dafür geblutet. Wie verschwenderisch müssten wir umgehen? Und es reicht für jeden. Wie sehr müssten wir dahin gehen, um diese Schuldscheine, die gegen Gott da sind und den Menschen belasten, wegstreichen. Und das will der Herr. Ich glaube, das ist der tiefere Sinn dieses Gleichnisses. Da wurde sehr viel drüber geschrieben in der Weise. Aber wenn man so Schuldschein hört, dann muss es in diese Richtung gehen. Eben die Kinder der Finsternis und dieser Welt sind klüger. Die kriegen ihre Schäfchen ins Trockene. Aber wie müssten wir unsere Schäfchen, die uns anvertraut, ins Trockene zu bekommen? Da müssen wir alle durchstreichen, nachlassen. Ja? Und da sind manchmal die Kinder dieser Welt klüger wie die Kinder des Lichtes. Jetzt beten wir. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich. Wir danken dir, wir verherrlichen dich und sagen dir Dank. Du hast uns dein Evangelium erklärt. Wir danken dir für deine unendliche Großzügigkeit. Und Herr, bring uns durch diese enge Tür und lass uns gute Verwalter sein mit jenem, was du uns anvertraut hast. Und lass uns wuchern mit dem, was du in der Erlösung bereitgestellt hast. Wuchern. Und lass uns die Schuldscheine durchstreichen, wie du sie alle am Kreuz durchgestrichen hast. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.